Hey mein Lieber, stell dir mal vor, du bist unterwegs und du siehst eine Frau, die dir richtig gut gefällt. Und dann kommt ein Kerl mit einem Koffer voller Cash, 500.000 Euro, und er sagt zu dir, hey, wenn du es schaffst, die da drüben zu überzeugen, wenn du es hinkriegst, dass sie mit dir auf ein Date geht, dass die zu dir ja sagt, kannst du den kompletten Koffer behalten. Wärst du einer von den Kerlen, der dann mit der Frau, mit dem Koffer, mit dem kompletten Cash nach Hause geht? Oder wärst du einer von den Kerlen, der sich über die nächsten Wochen jeden Abend in den Schlaf weinen muss und sagt, ah, ich hätte das Geld echt gut gebrauchen können. Warum zum Teufel habe ich mir nur nicht rechtzeitig ein Video darüber angeschaut, wie ich Frauen dazu bringe, sich in meinem Sinne zu entscheiden, wenn ich eine Entscheidung von ihnen will? Falls du zur letzteren Gruppe gehörst, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Matteo, falls du mich noch nicht kennst. Mein Job ist es, Männer erfolgreich bei Frauen zu machen. Darin bin ich sehr, sehr gut und jetzt werden wir Abhilfe schaffen und du wirst erfahren, wie du es genau aufziehen musst, damit du es tatsächlich in den allermeisten Fällen schaffst, dass die Frau sich für dich entscheidet, selbst dann, wenn sie sich normalerweise nur deswegen nicht für dich entschieden hätte, weil du es falsch aufgezogen hast. Und keine Sorge, falls dann wirklich ein Kerl mit Koffer voller Cash auftaucht und du dann tatsächlich diese Kohle bekommst, kannst du behalten, alles was ich von dir möchte ist, gib mir einen Daumen nach oben, wenn du das Ganze cool findest. Also, lass uns loslegen. Was ist also das Erste, was du verstehen musst, wenn du eine Frau effektiv dazu bringen willst, sie so zu entscheiden, wie das, wozu du sie überzeugen möchtest? Ganz einfach, du musst verstehen, was ist denn der Überzeugungsprozess beim Menschen, der uns zu einer Entscheidung führt, und der funktioniert bei uns allen gleich. Und das hast du in deinem Leben garantiert schon sehr oft gesehen, deswegen lass mich mal dieses Beispiel anführen, weil ich glaube, dass es für dich sehr verständlich sein wird. Wenn du in einer guten Verkaufspräsentation drin sitzt, dann hast du im Normalfall erst ganz am Schluss den Moment, wo dir der Preis genannt wird. Warum ist das so? Ist das so, weil Marketer alle schlechte Leute sind und dich dazu manipulieren wollen? Nein, nicht unbedingt, sondern das liegt einfach daran, dass Leute im Marketing und Leute im Verkauf begriffen haben, weil sie sich mit Psychologie befassen, wie der menschliche Entscheidungsprozess stattfindet. Und wenn man beispielsweise dir oder mir sagt, hey, dieses Produkt kostet 5.000 Euro und wir wissen gar nichts darüber, dann denken wir, das ist vielleicht viel Geld und entscheiden uns vielleicht dagegen, obwohl uns dieses Produkt möglicherweise geholfen hätte. Und wenn wir aber vorher erst den Kontext bekommen haben, wo uns gesagt wird, hey, das ist ein Produkt, was dir hilft, niemals Krebs zu bekommen. Wir haben so und so viele Jahre an Energie da reingesteckt, wir haben so und so viel Manpower da reingesteckt, das war alles, was wir an Erforschung da reingesteckt haben, das war alles, was wir in Geld da reingesteckt haben. Dann verstehen wir plötzlich, oh okay, das war einerseits der Wert, den diese Leute da reingesteckt haben, und das ist der Wert, der für mich dabei rauskommt. Jetzt plötzlich macht dieser Preis auch Sinn. Und genau diesen Trick, den du immer wieder siehst, wenn du dich mit irgendwelchen Dingen befasst, wo du gerne was kaufen möchtest oder wo du dich für irgendetwas interessierst, genau diesen Trick musst du auch in deinem alltäglichen Leben anwenden. Es geht nämlich nicht nur darum, am Ende kommt die Information, okay, das kostet so viel, jetzt musst du ja oder nein sagen, sondern es geht auch darum, wenn du zu einer Frau hingehst und du sagst dir einfach nur, hey, willst du mit mir auf ein Date gehen? Dann ist das im Prinzip wie ein Verkäufer, der zu dir sagt, hey, möchtest du gerne 100.000 Euro für dieses Auto ausgeben, ohne dir irgendwelche Informationen darüber zu geben. Selbst dann, wenn du das Cash hast und selbst dann, wenn das für dich nicht mal viel Cash ist, kann das immer noch sein, dass du dann sagst, na, nein. Aber in dem Moment, wo man dich Step by Step erst einmal an den Kontext heranführt und dir erst einmal aufzeigt, was ist denn überhaupt die Entscheidung, die dich weiterbringt, erst in diesem Moment bist du tatsächlich an dem Punkt, wo du auch eine gute Entscheidung treffen kannst, und du willst ja auch nicht, wenn du ein guter Typ bist, dass die Frau sich gegen dich entscheidet, weil das wäre ja auch schade für die Frau. Also, wie musst du das Ganze in diesem Beispiel aufziehen? Ganz einfach. Und zwar, stell dir mal vor, du bist unterwegs und dann siehst du irgendwo zwei Frauen, die sich gerade unterhalten, die da vielleicht irgendwo sitzen oder stehen, und die gefallen dir sehr gut. Ja? Nehmen wir eine Situation, die gerade vielleicht in deinem Leben auch stattfindet, weil wir ja nicht wissen, wann die ganzen Bars und Clubs wieder aufmachen und wie das dann aussieht. Nehmen wir einfach eine Situation, die jetzt auch gerade stattfinden könnte, damit du das auch in die Umsetzung bringen kannst, was ich dir ja sage. Wenn du die jetzt da siehst, dann könntest du natürlich einfach hingehen und einfach nur sagen, hi, hey, ich bin der so und so, na, wie geht's? Klar, kann man machen. Immer noch besser als nichts tun, aber du könntest das Ganze auch ein bisschen so gestalten, dass du eben den Entscheidungsprozess genauso in Kontext setzt, wie es auch gut funktioniert. Und das würde dann zum Beispiel so klingen. Du kannst hingehen und sagen, hey Mädels, mal angenommen, ein richtig cooler Typ würde zu euch kommen und würde euch ansprechen. Wärt ihr dann die Sorte von Frauen, die cool genug sind, zu erkennen, dass das ein Kompliment ist, oder wärt ihr eher die Sorte von Frauen, die dann verschlossen sind und den wegschicken, weil ihr Menschen hasst? Dadurch hast du das Ganze, bevor du die Entscheidung herbeiführst, so in Kontext gesetzt, dass du einfach alles, was du gerne möchtest, in ein positives Licht rückst und alles, was sie nicht tun sollen, in ein negatives Licht rückst. Und was dadurch geschieht, ist, dass du in einer Mehrzahl der Fälle, weil die Leute nicht überdenken, was du ihnen sagst, sondern eigentlich eher dann in dem Moment so entscheiden, wie du es ihnen vorgibst, sich dafür entscheiden werden, sich mit dir zu unterhalten. Und das ist einfach sehr, sehr cool, weil ich sehe immer wieder mehr Männer, die da hingehen und das dann nicht tun und entsprechend dann einfach abgewiesen werden, obwohl sie einfach nur ein paar Dinge anders hätten sagen können und schon hätte das Ganze funktioniert. Und das Ganze kannst du eben auch in sehr vielen verschiedenen Situationen anwenden. Eine Situation, die mir beispielsweise immer wieder begegnet in meiner Arbeit, weil, wie erwähnt, ich arbeite mit Männern und bringe denen bei, bei Frauen zu landen und entsprechend die auch in jeder Situation ansprechen zu können, ob das jetzt in Bars, in Clubs oder im Alltag ist. Und ich kriege eben immer wieder die Frage gestellt, hey Matteo, ich
spreche dann mit einer Frau und dann sage ich zu ihr, hey, wollen wir mal irgendwie darüber gehen? Und dann sagt die so, ich kann meine Freundin nicht alleine lassen. Ja, weil gerade an einer Party ist ja oft so, dass Frauen nicht alleine unterwegs sind. Und wenn das passiert, dann weiß ich immer, okay, der Kerl hat jetzt vielleicht einfach nur gesagt, hey, wollen wir darüber zur Bar gehen? Und natürlich, wenn die Frau schon von dir super angetan ist, dann funktioniert das auch. Ja, das ist manchmal sogar ein geiles, ist übrigens ein Trick am Rande, ist eine geile Möglichkeit, um rauszufinden, hat die Frau schon Interesse an mir? Weil wenn sie sich mit dir von A nach B bewegt, macht sie das nicht, wenn sie nicht zumindest grundlegend interessiert ist. Du kannst aber auch dafür sorgen, dass du mehr Zeit hast, um ihr Interesse zu gewinnen. Denn normalerweise, je mehr Zeit du hast und je besser du das machst, desto eher wirst du auch ihr Interesse bekommen. Und das würde dann zum Beispiel so klingen, dass du halt dann zu ihr sagst, hey, sag mal, sind deine Freunde eher so wie so ein überbeschützender großer Bruder, die immer auf dich aufpassen und wenn du mal 5 Meter irgendwo außer Sichtreichweite bist, dann rufen die gleich die Feuerwehr und die Polizei und alle möglichen an? Oder wissen die, dass du ein erwachsener Mensch bist, der eigene Entscheidungen treffen kann und wären cool damit, wenn wir jetzt gerade rüber zur Bar gehen? Dann hast du das Ganze wieder so verpackt, dass die Frau natürlich in dem Moment weiß, okay, wenn ich jetzt Letzteres sage, das klingt irgendwie nicht so gut. Ja? Und du hast dann in sehr, sehr vielen Fällen, anstatt einer Frau, die dann zu dir sagt, hey, ich kann meine Freundin hier nicht alleine lassen, eine, die dann zu dir sagt, ja, na klar, die wissen, dass ich erwachsen bin, komm, wir gehen darüber. Und schon bist du mit ihr alleine und kannst viel privater mit ihr reden und kannst entsprechend auch das Ganze viel besser vorantreiben. Und du kannst dir eben vorstellen, diese Technik kannst du in unendlich vielen Szenarien anwenden und kannst es einfach besser machen, indem du den Kontext für das, wie sich die Frau entscheiden soll, erst einmal schaffst, bevor du die Entscheidung herbeiführen willst. Und das ist es eben, wie du in 70% der Fälle mehr Erfolg haben wirst als der normale Typ, der das nicht weiß und der das nicht tut und der dann auch ohne Geldkoffer nach Hause geht und sich in den Schlaf weinen muss. Ja? Also, wenn du das geil findest oder wenn du vielleicht auch selber ein Beispiel hast, was du anderen weitergeben willst, weil du das schon kanntest, dann kannst du das auch gerne hier in die Kommentare reinhauen. Kannst du übrigens auch gerne reinschreiben, wenn du es einfach nur cool fandst, was ich dir hier erzählt habe. Und wenn du jemand bist, der beim Ansprechen von Frauen eben noch nicht den Erfolg hat, den er gerne hätte und weiß, dass da noch Luft nach oben ist, weil du vielleicht bei den Frauen gar nicht ankommst, die du gerne möchtest oder weil du einfach nie weißt, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen und manchmal einfach nur so ein paar coole Satzbausteine bräuchtest, die dich dort voranbringen oder auch einfach nur von der Persönlichkeit an den Punkt kommen willst, dass du dich das überhaupt traust, dass du dieses Selbstvertrauen hast im Umgang mit Frauen, im Flirten, dann kann ich dir empfehlen, schau dir mal das Video an, was ich dafür für dich gemacht habe. Das kannst du finden, wenn du hier oben auf das i draufklickst. Und das wird dir definitiv sehr, sehr weiterhelfen, falls du in dieser Lage steckst. Und ansonsten kann ich nur sagen, hey, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie gesagt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, hilft dem Kanal massiv weiter. Lass mir auch gerne einen Kommentar da. Das hilft dem Kanal auch sehr massiv weiter. Und abgesehen davon, viel Erfolg bei der Umsetzung.